Willkommen ZFF Daily, wie immer vom 16. Platz. Bei uns im Studio ist heute der Pasquale Aliardi, Schweizer Musiker und Schauspieler. Und du bist ja auch in der Festivaljury dieses Jahr, gell? Genau, ich bin in der Jury für die deutschsprachigen Filme. Herzlich willkommen hier bei uns. Schön, hast du Zeit gefunden. Jetzt nimmt es mich doch ein bisschen Wunder, wie das Ganze eigentlich abgelaufen ist. Das hat man gar nicht so mitbekommen. Wie sind eure Tage verlaufen als Jurymitglieder? Die waren extrem intensiv. Ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt, weil das ist das erste Mal, wo ich in einer Jury drin sitze. Es hat sehr früh schon angefangen. Und wir haben einfach pro Tag mindestens 3 Filme geschaut. Und das ist nicht ohne, weil die Pausen dazwischen sind relativ kurz gewesen. Und wir sind ständig in einem Dialog gewesen. Also eigentlich schon vor dem Film und nach dem Film immer am Schmerzen und am Austauschen. Und also meine Festplatte, die raucht definitiv jetzt so. Ja, ich glaube, das ist kein schlechter Job, oder? Du kannst ein bisschen zu den Sponsor, etwas trinken, etwas essen und dabei noch Filme schauen. Also, da würde ich jetzt glaube auch nicht Nein sagen. Ein Traum. Ich meine, ich bin schon immer ein absoluter Filmjunkie gewesen. Ich meine, seit ich 11 bin, wenn ich frei habe und nicht gerade Musik mache, ich bin immer im Kino. Also, es ist mein zweites Wohnzimmer. Insofern ist es super. Jetzt habe ich vorher beim Jury-Talk den Lawrence Fishburne angesehen. Er ist ja der Präsident der diesjährigen Jury. Genau. Hast du schon mit ihm jetzt zu tun gehabt? Nein, nicht direkt, weil er hat die internationalen Filme geschaut. Es hat ja mehrere Sektionen gegeben. Aber insofern zu tun gehabt, wenn sich die ganzen Jurymitglieder dann getroffen haben und sich auch austauscht haben. Und es sind wirklich spezielle, lässige Leute, die ich kennengelernt habe. Und den Lawrence Fishburne kennenlernen war sowieso geil gewesen, weil ich bin ein grosser Matrix-Fan. Pasquale, wann ist ein Film für dich wirklich gut? Wow, das ist so grundsätzlich bin ich glaube jemand, der berührt werden will. Also ein Film kann formal extrem gut gemacht sein, von der Kamera her, vom Schauspiel her, von der Musik her. Aber wenn er mich persönlich nicht berührt, dann lässt es mich eigentlich kalt, sozusagen. Aber ich kann trotzdem gut unterscheiden, das ist ein super Film und alles. Mhm. Mich berühren Filme, die emotional sind oder wo Figuren irgendwie über sich selber herauswachsen oder einen Kampf führen. Wir reden jetzt gerade noch ein bisschen über dein schauspielerisches Arbeiten weiter. Ja. Wir kommen jetzt zu unserem Beitrag. Und zwar ist ja gestern die grosse Award Night im Zürcher Opernhaus über die Bühne gegangen. Und gestern ist die jetzt also wirklich gelesen wie ein Who is Who aus der Showszene. Gabriella Hummel war für uns vor Ort. Zürich Film Festival Award Night findet heute Abend in der Zürcher Opern statt. Wir sind vor euch wieder auf dem grünen Teppich unterwegs, wo wieder mit der Kuoni ausgerollt wird zum Ausdruck des kleinen Engagements. Wir sind gespannt, wer wir für euch heute Abend alles vor die Linse bringen. Und natürlich sind wir auch live dabei bei der Verleihung des Golden Eye Award. Gibt es etwas, auf das Sie sich heute Abend am allermeisten freuen, auf jemanden, den Sie treffen? Das ist wirklich finde ich ganz toll, weil Filme machen, zusammenzubringen und Ideen auszutauschen, ist etwas sehr Wichtiges und ich glaube, das ist auch etwas sehr Schönes für die Stadt. Well, it's a terrific honor. I mean, isn't it? You know, so I'm, yeah. I mean, that's kind of pretty cool, isn't it? But you know, to see what film wins, you know, from the jury, and I have some friends here, so to see them. But just, you know, to be among the people that you're honoring is incredible. Ich bin gespannt, was passiert, und dann weiss ich endlich, in welchen Film ich dann nachher gehen soll. Das ist das Raffinierte an diesem Festival, dass es Preis gibt und uns Konsumenten die eigene Entscheidung wegnehmen, was wir eigentlich schauen müssen. Well, this is my first time, and I only had an amazing experience. Everything's been wonderful. Everyone is so nice. And then I'm really looking forward to go to see the opera and, you know, let the ceremony start, see all the winners. Thank you.
wunderschönen Zürcher Opernhaus ist vorübergegangen. Ich hoffe, euch haben die Bilder genauso gefallen wie den Gästen hier den ganzen Abend. Ich gebe zurück zur Zoe. Danke Gabi, zurück hier im Studio mit dem Pasquale Aleardi. Und jetzt will ich noch etwas wissen über deine schauspielerische Arbeit. Du machst schon wahnsinnig Filme. Ich bin gestern wieder mal dein Showreel ein bisschen anschauen. Und du hast eine riesige Range, vor allem, wo du spielst. Also vom englischen Mörder mit den Knarren über «Wo ist Fred?» habe ich ganz cool gefunden. Ein Film mit dem Til Schweiger, der so eine lustige Rolle hast. Was sind jetzt eigentlich die schwierigsten Sachen zum Spielen oder die einfachsten? Schwierige Frage, wenn man so sagt, es gibt keine einfache Rolle. Also das Schwierige ist, die Rolle einfach zu spielen. Vielleicht eine Rolle, die ähnlich ist wie du, ein Charakter. Wäre das nicht einfach? Nein, also ich suche eher die Vielseitigkeit. Ich glaube, das kommt auch aus meinem Background. Ich bin mit dem italienischen Vater, griechische Mutter in der Schweiz aufgewachsen, lebe aber seit dem 95 eigentlich in Deutschland. Ich glaube, die vielen Einflüsse haben mich irgendwie so geprägt, dass ich es auch in der Schauspielerei die Vielseitigkeit suche. Also ich könnte jetzt nicht nur irgendwie romantische Komödien spielen und so. Es muss sich so die Waage halten. Und was mich extrem freut, ist gerade in der letzten Zeit, dass auch historische Sachen hinzukommen und so. Und ich hoffe, dass es das so weitergeht. Also es muss gehaltvoll sein und sich abwechseln, sonst wird es mir langweilig. Und jetzt mache ich noch eine ganz kurze Fragerunde. Ich stelle dir immer eine Frage und bitte sofort antworten. Dem bin ich richtig gut. Lieblingsfilm? Mel Gibson, Braveheart. Lieblingsschauspieler? Sean Penn. Lieblingsszene in einem Film? Al Pacino im Pate. Ah, jetzt muss ich die Szene erzählen, weil ich Gott vertelle, wo nicht die anderen Typen verschüsst. Ui. Lieblingsrolle bisher von dir? Oh shit, da gibt es viele. Baal, Theaterverfilmung Baal Eckhart mit Matthias Schweighöfer. Gut, danke vielmals, Pasquale. Gerne. Schön, bist du bei uns gewesen. Ja. Und ja, geniessen noch den letzten Tag vom Filmfestival. Merci vielmals. Danke auch, es war wirklich lässig. Ja. Und wir kommen zu unserem letzten Filmtipp bereits vom diesjährigen ZFF Daily. Und zwar geht es um eine deutsche Komödie. Der Film heisst «Eine ganz heisse Nummer» und spielt in einem erzkatholischen Dorf im Bayerischen Wald. Die Verkäuferinnen Maria, Waltraud und Lena warten vergeblich auf Kundschaft. Ihr Laden steht vor der Schließung. Eine Reihe von obszönen Anrufen bringt Maria dann auf die Idee, mittels von einer Sexhotline zu Geld zu kommen. Trotz anfänglichen Skrupel nehmen die drei Landpomeranzen die ganz heisse Nummer in Angriff. Die Bayerische Komödie ist absolut zu empfehlen und sie läuft am Sonntag um 7:30 im Kino Arena 8. Das war es von ZFF Daily. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis gleich.